Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag heute am Freitag. Felix Kronlage von der BiteMine wird euch was erzählen über APIs oder APIs und wie man die irgendwie zusammenführen kann und wie man da in das Chaos Ordnung bringen kann, möglichst noch automatisiert vermute ich. Genau. Wir hatten ja letztes Jahr schon einen Vortrag von dir gehört mit der schönen Bank hinter dem Büro. Kommt ihr heute wieder? Nein. Oh, schade. Von daher schaut man das letzte Jahr nochmal. Da gibt es einen Vortrag über Work-Life-Balance, hattest du, glaube ich. Ja. Ne? Den findet ihr auch denn in der YouTube-Verknüpfung entsprechend unten damit drin. Ja, dann viel Spaß und vielen Dank. Danke. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen. Felix Kronlage. Ich bin ja eigentlich Dauergast bei den Kieler Open Source und Linux Tagen. Von daher hoffe ich, dass mich einige schon kennen. Wie gerade schon gesagt, heute geht es zum Thema All Your API Are Belong to Us, insbesondere im Zusammenhang mit der BiteMine IDB. Die BiteMine IDB, die habe ich vor 2 Jahren hier vorgestellt. Da war es damals kurz angerissen und in einem kleinen Vortrag. Wir, die BiteMine, sind ein IT-Infrastrukturdienstleister, machen das mittlerweile seit 14 Jahren, schon eine ganz schöne Zeit in der Branche und betreuen relativ viel Infrastruktur und haben deswegen angefangen, vor vielen Jahren mal zu suchen, was man in dem Bereich machen kann, um dem Ordnung, also der Ordnung Herr zu werden und haben die IDB entwickelt. Die ist, wir nennen es eine Infrastructure Database. Typischer Begriff wäre auch eine CMDB, Dokumentation. Einige von unseren Kunden nennen sie Hardwareverwaltung. Und meine Kollegen und ich nennen sie auch gerne die eine Quelle der Wahrheit, the Universal Source of Truth. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Infrastrukturdienstleistung, Infrastruktur, Server. Warum braucht man das Ganze überhaupt? Ist ganz klar, dokumentieren ist lästig. Ich vermute, es wird der eine oder andere Techniker im Raum sitzen. Also wenn ich unsere Techniker frage, die haben alle relativ wenig Lust zu dokumentieren. Trotzdem brauchen wir die Informationen immer und ständig. Und das, was wir festgestellt haben über all die Jahre und all die Zeit, ist, dass Informationen, die manuell kuratiert ist, entweder nicht zu finden ist, veraltet oder im schlimmsten Falle falsch. Und es gibt nichts Schlimmeres als falsche Dokumentation. Das ist einer der Gründe, warum ich tatsächlich bei uns auch beigegangen bin und gesagt habe, okay, Sachen, die einfach falsch sind, löschen, lieber keine Dokumentation als falsche. Und tatsächlich, wenn ich mir die Kollegen anschaue, die dienstags nachts Wartungsarbeiten machen, die dann beigehen und 20, 30 Systeme patchen, aktualisieren, durchbooten, auf einen neuen Stand bringen. Das Letzte, was die nachts um 2 oder 3 noch machen wollen, ist beigehen und Wiki-Seiten pflegen. Ich habe mal kurz aufgeschrieben, wie es häufig gemacht wird. Also der Klassiker ist ja im Prinzip die Wiki-Seite. Wir haben damals einen Redmine dafür benutzt. Oder ganz häufig auch anzufinden bei Kunden sind Excel-Tabellen, ODT- oder ODS-Dokumente. Es muss halt nicht nur Excel sein, sondern auch gerne das Spreadsheet von LibreOffice, geteilt auf dem Netzlaufwerk. Wer es gerade offen hat, darf dran rumeditieren. Man überschreibt sich gerne. Neulich habe ich tatsächlich irgendwo die Geschichte gehört von der IP-Adressverwaltung, die noch auf einer 3,5-Zoll-Diskette gespeichert wurde, wo tatsächlich auf dieser 3,5-Zoll-Diskette die eine Kopie war, wo wirklich klar war, da sind die IP-Adressen drin verwaltet. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gehört habe, aber es war schon so, dass alle auch gelacht haben und dass tatsächlich einer sagt, ja, aber es ist leider eine wahre Geschichte. Oder inline in diversen anderen Tools. Also viele dokumentieren halt dann irgendwelche Sachen, dass sie es halt im KeyPass zum Beispiel bei den Servern halt noch irgendwie hinschreiben, wie man da per SSH hinkommt. Also das sind so die Sachen, die wir immer wieder finden. Alles gut. Wir wollen keine Dokumentation wirklich händisch krass viel pflegen. Wir wollen ja keine Bürokraten sein. Gleichzeitig ist aber auch der Anspruch von uns, dass wir als ernstzunehmender IT-Infrastrukturdienstleister auch nicht nur 10-Mann-Buden unterstützen können oder 30-Mann-Buden, sondern auch große Firmen, wo wir gewisse Compliance-Regeln erfüllen müssen. Also ganz klar ist, also ich will, dass wir Compliance-Regeln erfüllen können, dass wir auch einen gewissen Paper-Trail liefern können, wann wurden welche Systeme gepatcht, wie wurden sie gepatcht, was wurde eingespielt, wurden sie durchgebootet, wer war das, um eben auch Compliance-Regeln zu erfüllen. Und nur wenn man eine saubere Dokumentation hat,
ist überhaupt möglich, dass man qualitativ hochwertige Infrastrukturarbeit leistet. Also ohne eine saubere Dokumentation kann ich im Notfallszenario nicht sinnvoll agieren. Das heißt, also das lästige Übel ist eigentlich das, was mir irgendwann mal wirklich den Hintern retten wird. Und da kommen wir eigentlich zu dem, dass wir gesagt haben, okay, wenn schon irgendwie Dokumentation pflegen, dann möglichst das, was wir an anderen Stellen nämlich auch machen, weil wir machen ganz viel Automatisierung, wir machen viel Puppet, wir orchestrieren, wir versuchen möglichst automate all the boring things, also wirklich sich auf die schönen Sachen konzentrieren zu können und eben nicht wie Bart Simpson da zu stehen und alles immer händisch lalalala aufschreiben zu müssen. Und haben dann angefangen, bei uns diese IDB zu schreiben, in der Form, dass wir sagten, okay, wir versuchen einfach mal aus den bestehenden Systemen, die wir haben, zu crawlen, was wir crawlen können. API, Application Programmer Interface, die Programmierschnittstelle heißt eigentlich, dass Person oder mal auf Menschen abzählt, Person A, Person B auf einem standardisierten Weg nach etwas fragt und eine Antwort nach standardisiertem Format zurückbekommt. Das heißt, ich weiß immer genau, ich rufe dich so auf und du gibst mir die Antwort. Und das im Prinzip kann man natürlich auch, wenn man jetzt so in einer Programmiervorlesung wäre, sagen, okay, da gibt es dann auch eine Binärschnittstelle oder eine Source-Code-Schnittstelle. In dem Kontext von diesem Vortrag ist es tatsächlich einfach nur, ich kann etwas standardisiert aufrufen und kriege es irgendwie standardisiert zurück. Ob ich nun ein standardisiertes Log-File parse oder nicht, ist erstmal außen vor gelassen. Also ist halt so ein bisschen so, also nicht ganz geradlinig die Definition bei uns. Die IDB setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Wir haben, der Johannes hatte so einen schönen grünen Laser. Wir haben also sozusagen unsere Standard-Web-Anwendung. Die, ich springe einfach mal auf die Folie. Die Folie ist nicht da, wo ich sie erwarte. Gut. Also, die Standard-Web-Anwendung, das ist eine Rails-Anwendung, basierend auf einer SQL-Datenbank. Und da docken wir entsprechend an verschiedene andere Sachen an, zum Beispiel an Puppet. Puppet ist ein Konfigurationsmanagement-Werkzeug. Puppet hat schon früher die Puppet-DB immer gepflegt. Also Puppet läuft auf einem Client, meldet sich dann sozusagen regelmäßig beim Server, gibt dem Server verschiedene Fakten und anhand dieser Fakten können wir sozusagen dann auch, anhand dessen wird auch entschieden, was der Client für Konfigurationen kriegt, aber vor allem wir haben aufgrund der Fakten ganz viele Daten in einer Datenbank liegen, die wir uns zunutze machen können, indem wir Informationen über denjenigen welchen haben. Isinga, das Monitoring-Werkzeug, ich muss eben einmal kurz so. Ist etwas, wo wir damals einen Parser für geschrieben haben, wo wir tatsächlich die Konfigurationsdateien von Isinga einfach parsen können. In der Version 2, also Isinga 2 ist ein kompletter Rewrite von Isinga, hat Isinga eine API bekommen. Das heißt, da kann man komplett mit der API auch interagieren. Gehe ich noch ein bisschen dann drauf ein. Also wir haben sozusagen eben die Basis-Web-Anwendung. Wir docken über verschiedene Adapter an andere Dienste, Quellen, Datenquellen an. Wir haben eine öffentliche API, über die wir verschiedene Sachen steuern können. Da komme ich noch drauf zu. Und wir haben unten noch eine REST-API zum Abfragen und Einliefern von Daten. Wenn wir innerhalb der IDB sind, haben wir eine gewisse Nomenklatur. Die IDB setzt sich zusammen aus verschiedenen Modulen. Und eigentlich, ich befürchte, es ist ein alter Satz an... Ich springe mal eben einfach rein, damit man es mal sieht. Es sind nämlich leider alte Folien. Ah, so, pardon. Jetzt weiß ich auch, was passiert ist. Ich habe tatsächlich den falschen Foliensatz gehabt. Jetzt sind wir im richtigen. Genau. Also, wir haben hier sozusagen genau den Überblick über die IDB. Bild, pardon. Endliches Bild. Haben also hier sozusagen die logische Sicht auf die Maschinen, haben da die Inventarsicht. Ich hoffe, man sieht es so halbwegs. Und letztendlich ist es das sozusagen, was uns wie eine Datenbank ermöglicht, komplett unseren Datenbestand abzufragen. Einfach nur, in dem Fall habe ich mal nach einer virtuellen Maschine gesucht
Und wir haben sozusagen den FQDN, was unser Primärschlüssel ist. Also damit identifizieren wir immer eindeutig einen Server. Haben die IP-Adresse, verschiedene Daten wie CPU, Hauptspeicher, auf welchem Virtualisierungshost läuft sie, wann wurde sie das letzte Mal gewartet und wie passieren diese Wartungen, nämlich zum Beispiel auch Auto und Reboot. Das heißt also, ist klar, sie wird komplett automatisch gewartet und auch rebootet. Wir haben die Architektur, wie ich sie eben vorgestellt habe. Das, was wir hier gesehen haben, ist eben genau das, was wir hier haben als Kern-Web-Anwendung. Was wir gesehen haben oben in der Leiste, sind immer das, was wir sagen, was Module sind, nämlich zum Beispiel das Inventarmodul. Da kommt jetzt demnächst der Cloud-Provider noch mit rein. Da haben wir die Netzwerkverwaltung, IP-Adressverwaltung komplett drin. Dann haben wir die Adapter. Die Adapter sind alle das, was irgendwelche anderen Sachen crawlt, also die Informationsquellen abfragen, Aggregation von Informationen und die regelmäßig laufen. Und dann haben wir natürlich das Thema, wenn wir ein solches Werkzeug irgendwo reinbringen, dass man natürlich auch immer einen gewissen Importer hat, läuft einmalig. Die physische, kritische, logische Blick, das ist tatsächlich etwas, was wir festgestellt haben, was wir auch beim Kunden jetzt mehr und mehr versuchen zu betonen, ist, dass wir sagen, okay, auch wenn du eigentlich mal eine Geräteverwaltung hast, hast du auch immer den logischen Blick, eben die virtuelle Maschine. Es geht ja auch mehr und mehr dahin, dass man eben keinen dedizierten Desktop mehr unterm Tisch hat, sondern irgendwo zum Beispiel einen Desktop, der in der Cloud läuft und ähnliches. Und so, dass wir bewusst gesagt haben, wir haben die logische Sicht und die physische Sicht. Beim Netzwerksegment ist das natürlich auch so. Insbesondere, wenn man jetzt dann auch in Zukunft in das Software-Defined Networks reingeht, wo wir halt auch gerade gucken, wie man das eigentlich sinnvoll abdecken kann. Noch einmal kurz IDB Core. Rails-Anwendung aktuell 4.2.7.1. Rails 5 ist jetzt ja da. Update muss kommen. SQL Backend, dann können wir einen Verzeichnisdienst für die Benutzer anbinden, Active Directory oder LDAP. Wir haben Privacy ID als Integration, wenn man mit Tokens arbeiten möchte. Cornelius Kolb ist ja auch hier. Und eben die REST-JSON API, auf die ich gleich eingehe. Da haben wir ihn nochmal. Und wenn wir jetzt sozusagen über die API reden, haben wir an unserer IDB angedockt, das ist sozusagen jetzt die eigentliche IDB-Core-Anwendung, haben wir davor die V2-API. Die V2-API ist komplett REST-JSON-basiert. Und wir sagen, wenn wir die Adapter implementieren, dass der Adapter läuft, irgendwo sich Informationen herholt, wie zum Beispiel hier am VMware-Beispiel. Also unser IDB-VMware-Adapter läuft regelmäßig alle 10, 15 Minuten, 30 Minuten, fragt die vCenter SDK-API ab, holt sich von dort die Informationen und gibt sie dann an die IDB. Die Idee dahinter ist natürlich, dass VMware, wer vCenter, vSphere kennt, hat ein geniales Dashboard. Die Idee, die wir aber haben, ist, dass wir versuchen, alles an einer zentralen Stelle zu haben, sodass man eben nicht für die eigentliche vCenter-Farm ins vCenter gehen muss und für die 3 KVM-Hosts dann nochmal irgendwie dort schaut, sondern dass wir sagen, okay, die IDB soll die zentrale Stelle sein. Man kann sozusagen dort dann das VMware reinladen und zum Beispiel noch das AD crawlen. Also wenn man in reinen Microsoft-Umgebungen ist, hat man typischerweise ein sehr gut gepflegtes AD mit allen Computerobjekten. Das heißt, wir haben einen Crawler, der über das AD geht, der putzigerweise bei einigen Kunden auch dann relativ viel gefunden hat, wo die sagten, oh, das gibt's eigentlich alles gar nicht mehr. Also war dann nicht ganz so gut gepflegt. Fragt das Active Directory ab. Das heißt also, wir haben hier jetzt schon 2 Adapter, die Datenquellen, die auf jeden Fall vorhanden sind, abgrasen und Informationen an unser zentrales System geben und sich gegenseitig ergänzen auch. Also das Schema ist, Adapter crawlt eine Informationsquelle, Adapter schickt ein komplettes JSON an die IDB API, Adapter kann auch Wünsche formulieren, das heißt also, der Adapter kann zum Beispiel sagen, hey, wann immer ich die Informationen für einen Host gebe und du kennst diesen nicht, dann leg ihn einfach an. Das ist aber nur ein Wunsch. Also wir haben tatsächlich gesagt, die Adapter dürfen nur Wünsche äußern. Die IDB ist immer diejenige, welche die entscheidet, was ich mit den Informationen mache. Zum Beispiel auch, wenn der Adapter sagt, ja, ich möchte gerne, dass für jeden Host, den ich dir gebe, du auf jeden Fall einen anlegst, auch wenn du ihn noch nicht kennst, immer schön anlegen, kann die IDB sagen, nee, mache ich nicht. Und weil die IDB ist sozusagen soll die Logik beinhalten, die sagt, okay, ich kriege jetzt von 10 verschiedenen Adaptern Informationen
und ich gewichtige die. Also ich gewichte die und kann auch sagen, okay, dem vertraue ich mehr als dem, weil das zum Beispiel ein Adapter ist, der potenziell auf Informationen basiert, die nicht ganz so gut sind, sodass wir in der IDB immer noch die Möglichkeit haben, auch Informationen auszuschließen, damit man falsche Informationen vermeidet. Das Ganze möchte ich am Beispiel des Cloud-Adapters beschreiben. Der Cloud-Adapter ist das, woran wir aktuell arbeiten, weil wir festgestellt haben, dass so unsere typischen On-Premise-Kunden, wo Virtualisierung auch beim Kunden vor Ort stattfindet, jetzt zunehmend auch zusätzlich zu dem, was sie bei sich stehen haben, dann vielleicht bei DigitalOcean noch ein Droplet haben, dann noch ein zweites Droplet haben, dann irgendwie ProfitBricks evaluieren, dann haben sie bei Amazon noch was. Und das tatsächlich häufig auch vorbei potenziell an der IT-Abteilung oder ähnliches. Dass zum Beispiel irgendjemand sagt, hey, ich möchte mal eben da eine Instanz dafür spawnen. Und die Idee dabei ist, dass man bei diesen ganzen Cloud-Sachen letztendlich dann nur den Leuten, die IDB betreiben, sagt, hier ist der Token zum Abgrasen, Read-Only der Information. Fast alle Cloud-Provider bieten einem Read-Only-Interface. Das heißt, man kann einen Token generieren, gibt den weiter, Read-Only. Und um dann sozusagen die Information einfach präsent zu haben. Also wir haben es bei uns auch so, dass unser Mutterkonzern tatsächlich jetzt anfängt mit DigitalOcean auszuprobieren. Und damit wir aber trotzdem wissen, was da an Instanzen passiert, haben wir einen Read-Only-Token bekommen, haben das bei uns in den Cloud-Provider mit eingepflegt und der grast das einfach alle halbe Stunde ab, sieht, oh, da ist noch eine Instanz und noch eine Instanz. Und sie tauchen einfach bei uns in der IDB auf, sodass wir wissen, ah, das passiert. Einfach nur, um sicherzustellen, dass wir dort gegebenenfalls unser Regelwerk für oh ja, das System läuft schon seit 50 Tagen und ist nicht gepatcht, auch irgendwie drauflegen können. Der Cloud-Adapter ist in dem Fall Python-basierend. Da gibt es eine ganz tolle Bibliothek, nennt sich libcloud. libcloud abstrahiert alle möglichen Cloud-Provider so weit ab, dass man ein mehr oder minder generisches Interface hat. Was man dann feststellt, ist, dass es tatsächlich generisch ist. Generisch heißt, dass eigentlich alle Cloud-Provider dann irgendwie ja schon irgendwie die typischen CRUD-Operationen haben, also leg mir was an, lösch was, aber sich dann doch ziemlich unterscheiden. Aber das fängt libcloud ziemlich gut ab. Und damit ist vor allem schnelles Prototyping möglich. Und wir können sozusagen aktuell damit AWS, Azure, DigitalOcean, libvirt und ProfitBricks crawlen. libvirt packe ich damit rein, weil ich auch dort sage, auch ein Virtualisierungshost, der in der Ecke steht, ist eine Art Cloud-Provider dann in dem Kontext. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mit dem Freifunknetz gerade so ein bisschen, glaube ich, Sorge habe. Da habe ich mir nicht ganz sicher, also eben hat es nicht so gut funktioniert. Ich habe gerade den TND-Hotspot-Zentrum. Ja, schauen wir. Ich gucke einfach mal. Genau. Also die Idee ist, dass sozusagen der Cloud-Adapter, den wir haben, den Lib, also ich nenne im Augenblick noch einmal libvirt IDB-Adapter, aber eigentlich ist unser Cloud-Provider. Das ist ein komplettes Python-Skript einfach nur. Wir holen uns über libcloud verschiedene Sachen rein und machen dann tatsächlich nichts weiter, dass wir unsere auch wiederum JSON-basierte Konfigurationen abarbeiten. Wir haben versucht, innerhalb der IDB komplett mit JSON zu arbeiten als Format. Das heißt, überall wird konstant JSON verwendet. In dem Fall sagen wir zum Beispiel, crawl bitte den einen Host und was du dort findest, gib bitte an die IDB. Das macht er, loggt sich sozusagen über libvirt dann entsprechend auf der Ressource ein und holt sich alles darüber raus, also macht im Prinzip das, was sonst Wishlist macht, plus weiteres. Und hier oben sieht man dann das JSON, was an unsere API geht, womit wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben eine Device Type 2, das ist auf jeden Fall also eine virtuelle Ressource. Das heißt, wir markieren auch gleichzeitig sofort in der IDB, was ist das eigentlich? Sie heißt owncloudfra.bymer.net. Haben dann noch eine weitere, die heißt puppet.bitmap.net, haben einen UZ-Raffer, haben unsere Privacy-ID-Instanz und eine Kix-Instanz. Und das Ganze taucht dann in der IDB so auf, dass ich zum Beispiel hier in der IDB sagen kann, liste mir mal bitte, wir sind jetzt sozusagen hier beim Filtern, liste mir mal bitte alle auf, die vor allem Host 12 sind.
also die auf VMhost 12 laufen. Und dann sehe ich sozusagen zu denen auch sofort die ganzen Daten, was sie an Updates haben, was man machen sollte und Ähnliches. Die Idee dabei ist, dass man, wenn man zum Beispiel, wenn wir Wartung machen, sagen, okay, wir wollen alle Sachen, die auf VMhost 12 sind, müssen wir irgendwie runterfahren, dass man sofort einen Einblick hat, okay, das und das läuft in dem Bereich. Jetzt haben wir natürlich in diesem Fall noch einen sehr, sehr Compute-Node-zentrierten Blick. Die Idee ist eigentlich jetzt mit dem Cloud-Provider, dass wir zum Beispiel auch sagen können, okay, liste mir bitte alle Ressourcen, die ich bei DigitalOcean habe. Oder liste mir alle Ressourcen, die bei DigitalOcean in der Availability Zone Frankfurt sind. Das kräumen wir halt entsprechend auch, je nachdem, was der Provider uns so hergibt. Wenn man sich mal anguckt, was wir aktuell so an Ressourcen auf jeden Fall parsen können, ist Puppet Labs, eben die Puppet DB, da auch alle Varianten der Puppet DB, also auch die Puppet DB 4 mittlerweile. Nedi ist Work in Progress, komme ich gleich so ein bisschen drauf. Univention Corporate Server, das LDAP können wir komplett auslesen und verarbeiten. Typische Virtualisierungshosts. Switche aktuell noch in der Form, dass wir Konfigurationen parsen. Da arbeiten wir gerade, versuchen einen Weg zu finden. Am Ende habe ich noch eine Folie, die sich damit beschäftigt. Ein gutes Beispiel ist Bacula, wo wir unseren IDB WEMP haben. Der IDB WEMP ist ein Adapter, der sozusagen, wo wir den Scope von, wir benutzen eine API schon sehr dehnen, weil Bacula, abhängig davon, welches Produkt man hat, also Bacula Enterprise hat eine offizielle, richtige REST API. Bacula Community Edition hat eben keine API, das unterscheidet das Ganze vom Enterprise-Produkt. Und da hat einer meiner Kollegen einen Crawler für die Datenbank geschrieben. Also tatsächlich, also es ist eine MySQL-Datenbank, wo die Daten drin liegen, die vom Director geschrieben sind. Und da haben wir tatsächlich einen Job, der auch alle 30 Minuten läuft. Und der geht einfach über die Datenbank. Und Ziel und Zweck ist es zum Beispiel, bei uns sagen zu können, alle virtuellen Maschinen vom Felix-Kronlager haben insgesamt ein absolutes Backup-Volumen von 104 GB. Das letzte Incremental war 620. Das letzte Full 103. Dass man solche Sachen damit schnell und einfach tracken kann, ist in diesem Kontext erstmal nur ein Beispiel, wie man tatsächlich auch wiederum vorhandene Informationen, wo ich sonst eigentlich beigegangen bin, dass ich entweder den Kollegen gefragt habe, hier Hauke, sag mal, wie viel Backup hat der Kunde, oder ins B-Web gegangen bin, was ja auch ein Frontend ist für Bacula. Die Idee ist, dass wir wiederum hier beigehen und Informationen, die wir eh haben, nehmen und an die zentrale Stelle mitpacken und dort auch anreichern. So kann ich hier dann tatsächlich sehen, okay, ne? Informationen zu dem. Ja? Wie kompliziert wäre das jetzt, das für andere Backup-Systeme auch mal zu machen? Ich weiß nicht, was ich euch beschäftigt habe, wenn jetzt hier die Storage Manager zum Beispiel. Es hängt halt immer sozusagen davon ab, wie ich irgendwie da andocke. Also wir kennen jemanden, der das Ganze für SAP auch schon geschrieben hat. Also SAP ist eine Backup-Lösung und die haben das für SAP gebaut. Einfach mal sozusagen, ne, geguckt, wie komme ich bei SAP dran und das Ganze dafür dann gebaut. Also das sozusagen, wenn man in dem Moment, wo man weiß, wie man an die Daten rankommt, das dann sozusagen in die IDB zu pumpen, ist der einfache Teil. Weil es tatsächlich nur ein Skript ist, was irgendwie per Curl JSON irgendwo hinschickt zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist sozusagen, das ist ja so ein bisschen das, so mein, die Stoßrichtung, die ich zeigen will, dass wenn man erstmal die zentrale Stelle hat, die eine API hat, die standardisiert ist, dass man dann alles Mögliche irgendwie nehmen kann, skriptmäßig und dahin pumpt. Deswegen ist unser Bestreben gerade, dass wir sagen, okay, egal wie, wir wollen auf jeden Fall, dass die IDB eine vernünftige Read-Write-API hat, damit wir auch immer an andere Systeme dann andocken können. Und das ist sozusagen genau eben dieses Schaffen von einem Ökosystem, dass wir sagen wollen, okay, wir wollen nicht nur eine CMDB bieten, sondern wir wollen eigentlich ein Werkzeug bieten, was einem ermöglicht, seine eigene Umgebung, weil die halt immer sich unterscheidet von der Umgebung, die wir beim anderen Kunden haben. Also wir haben bisher
in all den Jahren, die ich das jetzt mache, haben wir nie beim Kunden irgendwie komplett das gleiche Setup gehabt. Also natürlich, wir sind Univention-Partner, wenn man ein Univention-Setup hat, ist es immer ein Univention plus noch ein bisschen, aber irgendwo dockt man immer wieder was Neues an. Und so haben wir zum Beispiel auch einen IDB-Client geschrieben, also einer meiner Kollegen in Go, was sozusagen ein Framework ist. Also Ruben bittet mich immer zu sagen, es ist ein Framework. Ich darf nicht Framework ohne so sagen, weil er meint, das sei nicht groß genug dafür. Das ist tatsächlich einfach so ein kleiner Client, den man nehmen kann, um Sachen zu crawlen und dann an die IDB zu schicken. Also was einem so die Arbeit abnimmt, das an die IDB dann zu geben. Wir haben noch die IDB Puppet Integration, wo tatsächlich auch von Kundenseite dann der Wunsch kam, Mensch, wir würden gerne noch den und den Fakt mit reinpacken, den wir auf Maschinen ausrollen, der dann über die IDB wieder sichtbar wird. Zum Beispiel haben wir mittlerweile drin, dass man Maschinen markieren kann als brauchenden Reboot. Das kann ich entweder im Webfrontend von der IDB sagen, hier bitte mal einen Reboot machen für die Maschine bei der nächsten Wartung. Oder ein Skript kann auf einer Puppet-gemanagten Maschine einen Fakt ablegen, einen Fakt, der zum Beispiel heißt, Reboot needed, ja, wird automatisch in die Puppet-DB geschrieben, weil dort dann alle Fakten landen. Wir crawlen die Puppet-DB, sehen den Fakt, packen sie in die IDB und zeigen an, ja, die Maschine braucht beim nächsten Mal einen Reboot. Und dann ist die hohe Kunst, es halt nur so anzuzeigen, dass es keinen Information Overload gibt. Also wir haben im Augenblick tatsächlich, das kann ich auch nochmal zeigen, ja, so ein bisschen die Herausforderung, dass wir, wenn man hier auf Columns geht, kann man sich aussuchen, welche Spalten man sieht. Und das ist, wenn man sich das Frontend anguckt, ein typisches aktuelles IT-Datenbank-Frontend. Man ist halt, ne, man ist gewohnt, man hat irgendwie Spalten, man kann irgendwo eingeben, ich möchte danach filtern, ich möchte die Spalten ausblenden, anzeigen. Aber an sich ist das sozusagen praktikabel bis 20 oder 50 Hosts. Danach wird es halt unpraktikabel, weil ich, wenn ich sie aufmache, und ich habe sie natürlich für die Demo hier jetzt erstmal gefiltert, wenn ich sie aufmache, habe ich erstmal sozusagen, wenn ich das jetzt wegnehme, alle Hosts, die ich irgendwie haben kann in der Ansicht. Was in unserem Fall halt dann irgendwie ein paar Tausend sind. Und die Idee ist eigentlich, dass man beigehen muss, und das ist dann sozusagen, da komme ich dann schon ins Philosophieren, dass die IDB eigentlich, wenn man die aufmacht, leer sein sollte. Und dann sage ich, okay, ich möchte gerne alle Hosts sehen, die in der Wartung heute Abend dran sein müssten. Und dann sagt mir die IDB, ja, das müssten eigentlich die sein, weil die haben seit 180 Tagen keine Wartung bekommen und haben ganz viele Sicherheitsupdates. Das ist so eigentlich, und das kann man anhand von den Daten, die man daran hat, ja dann auch tatsächlich machen. Oder dass ich beigehe und sage, ich mache die IDB auf, habe sozusagen ein leeres Query-Interface und kann einfach sagen, alle /11-Maschinen, die auch vor allem Host 12 liegen. Weil das sind ja die eigentlichen Sachen, die ich typischerweise wissen will. Oder, und das ist eigentlich mein Lieblingsblick, ist, dass wir sagen können, ich kann es mal zeigen, wir haben eine sogenannte IDB Service Shell. Alles, was ich jetzt sozusagen in dieser Shell mache, wird aufgezeichnet. Und wenn ich gleich die Shell verlasse, wird es automatisch an die IDB geschickt. Das heißt, also ich kann darin jetzt irgendwie was laufen lassen und kann dann so machen. Und dann wird es sozusagen an unseren zentralen Broker geschickt und dort wird es abgelegt. Das ist dort jetzt, Moment, warten wir mal. So, und ich sollte eigentlich gleich sozusagen dann hier drin haben, obwohl das ist der falsche Host, Moment, warte einmal kurz, das ist ja... würde ich eigentlich sehen, dass ich gerade was gemacht habe. Da sieht man jetzt, dass ich gerade am 16.09. um 11.37 Uhr was gemacht habe. Und, und dann kann ich mir nämlich auch angucken, was ich gemacht habe. Und da sehe ich mich, dass ich gerade apt-get-update auf der Maschine ausgeführt habe. Und das ist auch wiederum, spielt in die Richtung rein, dass man tatsächlich das, was man irgendwie an Informationen hat, automatisch mitschreiben kann und weiterverwerten kann, weil es enorm hilft. Weil nämlich, ich mache dienstagnachts eine Wartung, mittwochs morgens bin ich nicht im Büro, Kunde ruft an, sagt, alle Webseiten, weiße Seite, was ist da los? Kollege im Support bei uns guckt in die IDB, sieht,
A, Webserver 1.kunde.de wurde von Felix Kronlage gewartet letzte Nacht. Was hat denn der gemacht? Oh, apt-get-update. Oh, der hat ein customized PHP auch eingespielt mit dpkg-i. Hm, da scheint wohl ein Problem zu sein. Ich mache mal ein Rollback. Ah, geht wieder. Und das ist, führt zum, beim Kunden A dazu, dass er merkt, oh, die sind tatsächlich professionell, die haben das gecheckt und es macht mir keine Mehrarbeit. Früher war es so, dass wir tatsächlich das gemacht haben, also auch bei apt-get-update-update, haben das in einer Screen-Session, weil das ist das, was einem jetzt auch passiert, gemacht mit Screen-Logging, haben hinterher per SCP das Log-File von der Maschine runterkopiert und in eine Redmine-Seite gehängt. Haben tatsächlich dann in der Redmine-Seite gesagt, ich habe diesen Host gewartet, das ist das Log-File. Sind aber pro Host nochmal irgendwie 3 Minuten mehr Arbeit oder 4. Und wenn man 10 Hosts macht, nervt es einfach nur. Und so, und das ist tatsächlich das, wo wir merken, wo man durch so Mini-Automatisierung viel machen kann. Und da sozusagen mein Appell, es lohnt sich eigentlich immer bei sowas. Wenn man jetzt beigeht und sagt, wenn wir die IDB irgendwo reinbringen, ist es so, dass wir, also vor 2 Jahren habe ich sie hier mal vorgestellt, habe da so das Feedback bekommen, ist spannend. Jetzt seit 2 Jahren treten wir damit mehr auf bei Events und bei Kunden. Und wir haben uns gesagt, wir wollen erst eine Reihe an Proof-of-Concept-Projekten mit Kunden machen, bevor es tatsächlich ein echtes Produkt ist, was man so bei uns sozusagen dann in einer Subskription lizenzieren kann. Aktuell haben wir ein paar Proof-of-Concept-Projekte erfolgreich erledigt. Und vor allem das Spannende ist auch, dass wir in diesen Proof-of-Concept-Projekten, die ersten beiden waren Puppet-basierend. Jetzt haben wir gerade den dritten POC auch mit einem Kunden gemacht, der komplett eine Microsoft-Umgebung hat, also wo wir nicht in unserer üblichen Linux-basierten Umgebung sind und auch mit individuellem Import und mit dem Schreiben von einem Customized Adapter. Und da ist jetzt tatsächlich so, dass wir bei den Adaptern dahin gehen, dass wir sagen, nehmen dieses OPSI-UIB-Modell. Die machen das so, dass angenommen jemand möchte für Tivoli einen Adapter haben, dann sagen wir, okay, wenn wir es implementieren, kostet halt 3 Tage, sind halt dann so und so viel Euro. Dann sagt der Kunde, ja, das ist mir aber eigentlich ein bisschen viel. Dann sagen wir, gut, dann gucken wir einfach, ob es noch wer anders bei unseren Kunden auch haben möchte. Und wenn die Summe erreicht ist, dann bauen wir es. Das ist so ein bisschen was, womit wir jetzt auch gerade loslaufen. Und die aktuelle ist so, dass man von uns Pakete mit Support kriegen kann über ein Repo. Das fand ich ganz spannend, dass Johannes da eben genau das beschrieben hat, was wir auch mit unseren Produkten machen. Aktuell Ubuntu 14.04, CentOS RHEL 6 und 7, IDB Core, also die Rails-Anwendung und alle Adapter sind entsprechend paketiert. Und wer es nicht paketiert braucht, da kann ich jetzt auch noch mal kurz was zu zeigen. Also es ist noch in der Mache. Ja. Einfach nochmal, wir sind ja auch ein bisschen auf einer Open-Source-Konferenz. Es gibt bei uns mittlerweile im Git, also aktuell ist es noch kein Open-Source, und es gibt bei uns im Git aber einen Branch, Move to GPL V3. Es ist so, dass wir auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft die IDB Core, also die Web-Anwendung, unter einer Open-Source-kompatiblen, freie Software-kompatiblen Lizenz freigeben. Ich tendiere zu AGPL V3. AGPL deswegen, weil es etwas ist, was man hervorragend als Software-as-a-Service betreiben kann. Und ich gern möchte, dass, wenn jemand anderes Software-as-a-Service betreibt, auch seine Änderungen wieder ins Produkt fließen müssen, also freigegeben werden. Das wird irgendwie in den nächsten Wochen passieren. Wir sind halt noch gerade am Diskutieren, ob GPL V3, AGPL V3, die Adapter, die wir bauen, lizenzieren wir typischerweise unter der Lizenz, die in dem Ökosystem üblich ist. Also wenn wir in dem Go-Umfeld sind, dann ist es typischerweise dann, ich meine, Apache MIT BSD-Lizenz, also eine sehr freie Lizenz. Wenn der Adapter mit einem Kunden zusammen entwickelt wird, dann wird man immer typischerweise eher sagen, dass man irgendwas nimmt, was GPL-artiger ist, damit sichergestellt ist, dass auch wenn andere was wieder reinpacken, dass auf jeden Fall auch alles wieder Open Source ist. Aber das ist so ein bisschen das. Und vor 2 Jahren, Bernd war es auch damals in meinem Vortrag, da haben wir noch, war es so ein bisschen, dass ich überlegt habe, lohnt es sich, das als Open Source freizugeben? Und wir haben mit ein paar Kunden auch gesprochen. Und von Kundenseite kam auch, ja, machen wir, finden wir spannend, IDB, aber nur, wenn wir wissen, dass es auf jeden Fall keine Einbahnstraße ist. Und wir auf jeden Fall auch den Quelltext in irgendeiner Form haben. Und so, dass wir da auf jeden Fall dabei sind. Wir haben auf der Roadmap das Ganze ins UCS App Center zu bringen. Das
UCS bietet so eine Dockerized-Schnittstelle, darüber machen wir das, weil wir das gerade auch in Docker packen. Dann Anbindung Crawlen von Netzwerkequipment. Da wird es tatsächlich needy sein, das haben wir uns schon sehr genau angeguckt, insbesondere weil wir darüber auch die Configs von Switchen runterziehen können, um sie dann auch wieder in der IDB bei dem Switch abzulegen, weil das ist ja das, was man eigentlich möchte. Man möchte ja auch sicherstellen, dass die Config, die auf Switchen ist, irgendwie gesichert wird und nicht eben manuell runterkopiert werden muss nach jeder Änderung. Auch das vergisst man nämlich im Zweifelsfall. Ein großes Thema ist I18N, also dass das Ganze auch auf Deutsch existiert, ist halt im Augenblick eine reine englischsprachige Anwendung. Mandantenfähigkeit ist etwas, was sich eh schon anbietet, weil wir an allen Objekten eh einen Besitzer dranhängen haben. Dann haben wir aktuell, die ganze Konfiguration ist noch über eine Konfigurationsdatei. Es gibt ein Backoffice, wo wir schon angefangen haben, Sachen reinzupacken. Wo man zum Beispiel auch aktuell die Background-Jobs sehen kann. Das sind also unsere Worker, die demnächst dann mal laufen, um gewisse Sachen abzuarbeiten. Das soll komplett auch über das Backoffice konfigurierbar werden. Da sind wir noch auf dem Weg. Und eben die Adapter via Plugin-Architektur. Also aktuell, wie man gesehen hat, dieser libcloud-basierende Adapter ist ein Skript. Und aktuell ist es so, dass auch so, also alle Adapter als cron-Job irgendwo dann installiert werden, regelmäßig laufen. Muss auch gar nicht auf dem IDB-Server sein, weil es ja über eine REST-Schnittstelle geht. Und meine Idee ist aber, dass wir die komplett tatsächlich über das Backoffice sagen, hier, ich lade den neuen Adapter hoch, bitte lass den alle 15 Minuten laufen. Und Umstellung auf PostgreSQL, das ist so ein Spleen von mir, nicht weil ich PostgreSQL so super finde, aber weil die JSON als Datentyp nativ unterstützen. Und wenn man sich sowas wie die IDB anguckt, was eine Datenbankanwendung ist, und man weiß, es ist hinten dran eine schemabasierte Datenbank und man hat 5 Kunden, hat man mindestens 7 unterschiedliche Sachen, die man eigentlich speichern möchte zu irgendwelchen Maschinen. Und ich wette, jeder weitere Kunde, der sich irgendwie mit der IDB auseinandersetzt, wird irgendwie gerne noch Feld XY haben, was es vorher nie gab. Und man kann halt nicht für jedes eine weitere Column in der Datenbank machen, das skaliert nicht. Und deswegen ist es eigentlich so, dass ich tatsächlich anfangen möchte, auf gewisse Sachen in der Datenbank mit JSON zu arbeiten, damit man dann sozusagen da wesentlich flexibler agieren kann. Und auch noch so ein Ding, Machinery ist ein Projekt von SUSE, womit die auch Daten von Maschinen crawlen. Und da auch wiederum die Idee, dass man sich sowas auch wieder zunutze macht, wenn sowas schon existiert oder auch als weitere Datenquelle einfach andockt, um alles an einer zentralen Stelle zu haben. So, bis hierhin. Gibt es Fragen? Das wäre das, was in dem Ticket steht. Also zu jeder Wartungsarbeit, bei uns gibt es ja ein Ticket. Ja. Und da müsste ich ja hinterlegen, Sicherheitsupdate von PHP schlug fehl, weil Problem, müssen wir nächste Woche nochmal wieder bei. Das steht im Ticket. Und dafür gibt es dann eine Integration mit dem Ticketing, dass man sagt, also wir setzen einen Request-Tracker ein. Request-Tracker hat eine REST-API, OTS hat eine REST-API, Kix hat eine API, also alle diese Systeme haben eigentlich auch wiederum eine API und die man dann auch andocken kann, dass man sozusagen dann entweder hat man im RT ein Feld, wo zum Beispiel FQDN hinterlegt ist, also im Ticketing habe ich sozusagen ein Feld, wo ich ein FQDN habe und über den FQDN kann ich das wieder zu der Maschine in der IDB knüpfen. Und sehe dann alle Vorgänge zu dieser Maschine, das wäre eigentlich wichtig ist halt, und das ist das, dass man irgendwo halt einen Primärschlüssel haben muss. Und man wird gar nicht glauben, in wie vielen Unternehmen ein FQDN kein Primärschlüssel sein kann. Das ist völlig absurd. Also es ist dann kein FQDN, aber ja, das ist doch der FQDN. Nein, das ist ein Rechnername, den du dem Teil gegeben hast. Aber das ist kein Unique Identifier. Also das ist noch ein bisschen das, wo wir auch als reine Linuxer, kommen ja aus dem Linux-Umfeld, was uns völlig unbegreiflich ist, aber wir kommen in Windows-Landschaften rein, wo es dann tatsächlich, da gibt es halt keine Domain, da gibt es halt einfach nur den Local-Part. Und da sind wir gerade auch so ein bisschen dabei und auch am Schauen, also einer Auszubildender beschäftigt sich auch gerade damit, mit Wege zu finden, wie man dann eigentlich sinnvoll auf den echten Namen von dieser Maschine kommt. Natürlich, ne, DNS vorwärts, rückwärts ist eine Variante, aber gibt es ja noch ganz viele andere Varianten, wie man dann sozusagen versuchen kann, den Domain-Namen zu erraten oder sich zu bauen. Aber das wäre dann tatsächlich die Variante.
und wir haben dann immer noch ein Freitextfeld. Also wir haben tatsächlich, an jedem Objekt gibt es ein Freitextfeld, wo man eben halt Prosa hinterlegen kann. Und an jedem Objekt ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, Anhänge anzuhängen. Das heißt also, ich kann halt zum Beispiel, hänge ich an das physikalische Gerät, hänge ich halt den Rechnungsbeleg dran. Also das PDF, ne? Dass man das da gleich hat. Bei jedem physischen Gerät kann ich sagen, das hat das und das Kaufdatum und das hat das und das Garantiedatum. Das heißt, einen Monat vor Ablauf der Garantie schickt die EDB auch eine Mail und sagt, hey, dafür läuft die Garantie ab, eventuell Garantieverlängerung bei Dell beantragen. Solche Sachen. Ja. Weiteres? Ja? Welchen Stand ist das jetzt? Also es sind Proof-of-Concept-Projekte. Also wir haben die ersten Proof-of-Concept-Projekte gemacht. Wir arbeiten intern damit seit über 2 Jahren. Und es ist auch schon, ich weiß gar nicht, wann es angefangen wurde, Bernd. Vor 4 Jahren? Wahrscheinlich, ne? Ja, also vor 3-4 Jahren haben wir damit intern angefangen, es halt sozusagen wirklich auch zu nutzen und zu, ne, weiterzuentwickeln. Es ist jetzt sozusagen, wenn das ist das, woran es gerade noch auch mit dem, neben der Lizenzentscheidung, mit dem, wir machen es als freie Software verfügbar, habe, ist, ich möchte es nicht nur einfach über den Zaun schmeißen, sondern es soll halt sozusagen, wenn man es so auf unserem öffentlichen Repo findet, soll es halt in einer Variante sein, dass man es auch selber installieren kann. Da ist gerade noch so ein bisschen Doku-Arbeit tatsächlich notwendig, also tatsächlich Doku-Arbeit fürs Installieren der Software. Und damit ist es dann problemlos einsetzbar. Also es ist halt, es ist kein Proof-of-Concept-Produkt mehr, sondern es jetzt sozusagen hat den Reifegrad erreicht, dass man es problemlos einsetzen kann. Die Idee ist, dass dann im Grunde sich das jeder holen kann und bald mal einen Support holen, Adapterentwicklung einkaufen. Genau, und das ist tatsächlich, also genau, und das ist so ein bisschen mehr, also anders als was ist das? Naja, also fast alle Software kann man ja irgendwie mit Beratung verknüpfen, aber letztendlich ist ja so ein bisschen, ist halt Tooling, so ein bisschen ist sozusagen die Software einsetzen und dann ist aber so ein bisschen auch konzeptionelles, wie arbeitet man mit sowas eigentlich und was kann ich damit tun, damit es sozusagen in meiner Umgebung mir auch einen wirklichen Mehrwert gibt, anstatt nur eine weitere Datenhalde zu sein. Also das haben wir halt auch festgestellt, da muss man schon ein bisschen gucken, dass man, ne? Und mit den Kunden, die wir da jetzt haben, haben wir dann auch uns mal hingesetzt, geguckt, wie arbeiten die eigentlich damit, nachdem sie es halt 2 Monate eingesetzt haben. Und was bedeutet das eigentlich für uns auch im Umgang mit dem, was müssen wir zum Beispiel an der EDB ändern, weil wir es aus einer ganz gewissen Sicht entwickelt haben und jetzt natürlich gucken, wie blicken andere darauf und wie ist es dann auch für sie effizienter. So. Aber ja, genau, das ist die Idee. Aber es ist jetzt noch nicht gedacht, dass es komplett subscription-basiert ist, dass man das nur bekommt. Also, man kann das Ganze sozusagen dann final sozusagen erstmal runterladen, sich selber irgendwie installieren, ist eine Rails-Anwendung, schmeißt man auf den Server, tut. Oder wenn man das Ganze mit Support und paketiert haben will, halt dann über unsere Repos und dann in Subskriptionsfassung. Genau. Das ist dann der Mehrwert, den man von uns kriegt. Und das wird irgendwann offiziell in nächster Zeit auch in der Lizenz entscheiden. Genau, also es muss bis Anfang November erledigt sein. Also das weiß ich auf jeden Fall. Aber es ist so, es ist halt keine einfache Entscheidung mit der Lizenz, finde ich. Ich habe mich da mit diversen Leuten zu unterhalten, also auch aus dem Umfeld, ne? Und da ist immer so, der eine sagt halt, ja, nimmst du GPL, der andere sagt, nimmst du AGPL und ne, so. Also bei der Anwendung will ich AGPL schon. Ja. Ich komme eigentlich aus dem BSD-Lager. Also ursprünglich, ne? Also ich war jahrelang BSD-Entwickler und ne? Also es ist an sich müsste, ne? Aber für sowas ist. Nein. Richtig, genau. Sehr gut, danke. Ansonsten tut es mir leid, dass ich am Anfang tatsächlich die Slides einmal durcheinander bekommen habe. Lessons learned, nur einen Satz von Folien aufhaben, nicht 2. Berühmte letzte Seite. Ganz wichtig ist tatsächlich, man kann Hauke, Maren und André danken für die Veranstaltung, weil die halt jedes Jahr wieder ganz viel im Vorfeld machen und tun. Und also wenn man die sieht, kann man denen mal sagen, hier, ihr seid toll. Kiel ist immer eine Reise wert für uns in all den Jahren. Und vielen Dank. Und wenn man sich mit mir noch über die IDB unterhalten will, gerne. Ich bin heute und morgen hier. Hab viele Ideen. Man kann sich gut mit mir unterhalten, diskutieren. Vielen Dank. Und natürlich auch ihm danke für das ganze Video aufzeichnen.